Es wird Nacht über dem Atlantik. Ja, es schaut toll aus, oder? Die Sonne verschwindet da hinterm Horizont und wir fliegen in die Nacht hinein über Europa. Wir kommen nachher über den Wegpunkt Big Mu rein. Big Mu ist der letzte Punkt unseres Routings, was wir von Watson bekommen haben. Big Mu selbst sollen wir dann in Below Flight Level 150 überfliegen. Und dann geht es planmäßig, denke ich mal, auf die Bimku 2-3 Transition. Die führt uns dann einmal über den Platz und das ILS hinweg nach Delta Lima 426. Das Ganze fliegen wir dann hier mit maximal 220 Knoten. Dann geht es hier ganz normal auf so eine Transition, wie wir sie hier eben kennen. Die Transition würde theoretisch unendlich lange geradeaus weitergehen, bis uns der Lotse halt mit Radarvektoren dann hier aufs Final dreht. Und dann gehen wir irgendwie mit den Radarvektoren auf unseren Final Course von 232 Grad Richtung Metma. Das Ganze dann auf 3000 Fuß, da starten wir dann unseren Descent bei 9 Meilen vom ILS. Ganz normaler 3 Grad Slope runter auf die Bahn. 1850 ist die Final Altitude, die checken wir beim NDB Lima India. Und unser Minimum für den Anflug sind 340 Fuß. Spätestens da müssen wir die Bahn sehen. Ansonsten geht der Mist Approach von der 2-3 Left geradeaus auf 332 Grad erstmal bis 2,6 Meilen von Düsseldorf oder 2,8 Meilen vom ILS. Und dann geht es in die Rechtskurve auf 309 Grad in Richtung Lima NDB und dann wiederum in eine Rechtskurve auf ein 60er QDR vom NDB Lima aus und dem folgen wir dann zum Bottrop VOR, würden dann auch hier wahrscheinlich irgendwo ins Holding gehen und Mist Approach Altitude sind 4000 Fuß. Die Bahn selbst, auf der wir landen, ist mit einer 300 Meter Schwelle versetzt. Den Teil, den wir zur Landung benutzen dürfen, der ist dann noch 2700 Meter lang, 45 Meter breit. Wir haben 3 Grad Papis links von der Bahn stehen. Dann lassen wir Autobrakes Tree drinnen und verlassen dann über Lima 8 hinten die Bahn. Und dann gucken wir mal, wo sie uns hinstellen. Wahrscheinlich parken wir dann irgendwo hier am Apron West, weil wir sind ja ein General Aviation Flieger. Also keine Ahnung, vielleicht irgendwie sowas hier, Victor 74, Victor 75, 76 und so weiter. Ich denke, dass wir irgendwo hier parken werden. Höchste MSA, 2800 Fuß hier im Südosten. Das heißt, wenn wir auf 3000 Fuß sind, sind wir da sicher unterwegs. Und sollten wir jetzt zum Beispiel mit einem Engine Failure durchstarten müssen, fliegen wir einfach geradeaus erstmal weiter auf 3000 Fuß. Innerhalb der 25 Meilen rund um Düsseldorf sind wir auf der Höhe noch sicher unterwegs. Und dann können wir uns rechts vom Radarvektoren geben lassen oder links herum, je nachdem wie der Traffic gerade ist. Bei der 2-3 Left vermutlich eher links rum, bei der 2-3 Right eher rechts rum und dann können wir auf einen neuen Anflug gehen. Sollte es doch die 2-3 Right werden, dann geht das ILS halt aus 3000 Fuß bei Regno los, bei 9,1 Meilen. Gleicher Inbound-Course, gleiches Profil an sich, also auch ein 3 Grad Glide Slope. Hier die Final Altitude bei 5,5 Meilen auf 1870 Fuß und das Minimum ist auch ein klein bisschen anders. Aber ihr seht keine großen Unterschiede. Mist Approach geht auch relativ ähnlich, also auch 2,9 Meilen rechts rum Richtung Lima, dann auf 60 Grad Outbound von Lima aus wieder Richtung Bottrop hinter und wir steigen dabei auf 4000 Fuß. Unter uns müsste jetzt Paris sein. Oh, dann Paris können wir eigentlich ja nicht übersehen, oder? Ah ja, hier. Ja, ja. Ich wollte sagen, also Paris können wir eigentlich nicht übersehen. Nee, können wir auch nicht übersehen. Der dick beleuchtete Flughafen hier zu unserer linken oder jetzt von euch aus gesehen zu unserer rechten. Das ist Charles de Gaulle. Das hier hinten ist Orly. Und hier ist vor allem der eigentliche Stadtkern von Paris. Maastricht, hello, Boeing 415, Level 340 to Aki. Boeing 415, Brussels Control, hello, descend flight level 250 with the grade rate. Boeing lassen wir es einfach mal. Boeing 415, continue descend flight level 210. Boeing 415, continue descend level 210. 415, contact Langen 127.375. Boeing 415, contact Langen 127.375. Have a good one, bye-bye. You too, bye-bye. Langenräder, gute Boeing 415, level 308, descending 210 with a good rate. Boeing 415, Langenräder, identified. Und dann lesen wir die Descent-Checklist. Descent, Pressurization, Landing Altitude, 200 Feet is set, a Recall. Den haben wir vorhin schon mal unfreiwillig gemacht, Recall checked. Autobrake, haben wir gesagt, Autobrake Tree möchten wir gerne wählen, haben wir auch selektiert, Landing Data. VREF is 141 und Barometer Minimum 340 Feet. Approach Briefing haben wir auch gemacht, ist completed und damit ist die Descent-Checklist auch completed. Ich wünsche euch allen einen schönen Anflug und Happy Landing. Boeing 415, Langen 128550. Langen gute Boeing 415, Level 154, Descending Flight Level 100, inbound Delta Lima 406, Info Golf. Boeing 415, Langen Radar, Low Information Golf is correct, expect ILS approach runway 2-3 left. Boeing 415, expect ILS runway 2-3 left. 126 Arrivals in Düsseldorf, Boeing 415, continue descent altitude 5000 feet, QNH 1015. Boeing 415, descend 5000 feet, QNH 1015.
Ich finde so alle halbe Jahr oder sowas ist Cross Support mal super geil. Director, hello, Boeing 415. Boeing 415, Director, guten Abend, Expedite Descent. Expediting Boeing 415. Herzlich willkommen im Anflug auf Düsseldorf. Boeing 415, Left Heading 260. Left Heading 260, Boeing 415. Unter 10.000 Fuß, auch das Dome Light einmal aus. Boeing 415, Descent 3000 Feet. Boeing 415, Descent 3000 Feet. Boeing 415, Clear LS 23 Left. Boeing 415 und Present Heading, Clear LS 23 Left. Können ja für die Optik... Boeing 415, I see you reducing maintain speed 220 knots or more until further notice. Alles klar, speed 220 until further notice. Boeing 415. Flaps 1. Speed check, Flaps 1. Sagen wir mal schon mal Flaps 2 und Flaps 5, weil wenn du uns jetzt hier mit 220 Knoten aufs ILS schickt, sehe ich schon, worin das gleich endet. Nämlich in einem, wir sind noch zu schnell, wir müssen durchstarten. Boeing 415, speed 170 until 5 miles. Boeing 415, connect Tower 108, Decimal 305, tschüss. Tower 108, Decimal 3, vielen Dank für den Service, schönen Abend noch, viel Spaß vor allem noch. Boeing 415, ciao. Ja, Spaß fängt ja gleich erst an. Tja. Und da sind die 7 Meilen, Gear Down, Flaps 15, Flaps 25 und Flaps 30. Landing Checklist, Engine Start Switches, Continuous, Speed Brakes. Armed, Landing Gear Down, Flaps 30 Green Light, Landing Checklist completed. Düsseldorf Tower, low, Boeing 415, ILS 23 left. Boeing 415, Düsseldorf Tower, guten Abend, Vacate via Lima 8, Wind 140 degrees for us, runway 23 left, clear to land. Boeing 415, Vacate via Lima 8, runway 23 left, clear to land. Ich spreche mit Cologne Tower an. Da gehen wir aber sowas von in den Go-Round, ins Holding, bis das Event vorbei ist, das glaubt ihr gar nicht. Ich würde sagen, wir wollen ja noch was von Hand heute machen, wir sind so lange mit dem Autopiloten geflogen. Nehmen wir den Flieger aus dem Autopiloten raus. Manual Flight, Manual Thrust. 500, 400, 300. Jo, Runway ist auf jeden Fall inside. Minimums. Jo, inside. Minimums. Continue. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Speed breaks up. Reverse is normal. Manual brakes. Und dann heiße ich euch herzlich willkommen in Düsseldorf, Ladies and Gentlemen. Düsseldorf, Tom. Lufthansa 415, WS. Das geht einmal aus, das hier geht auf Standby. Boeing 415, Taxi straight ahead, Lima 8 Whiskey, hold short of Lima 7, contact ground, 1-1-9, goodbye. Boeing 415, Taxi Lima 8 and Whiskey, hold short Lima 7, und die 1-1-9, vielen Dank für den Service, Boeing 415. Wir rollen hier geradeaus durch, Whiskey, hold short Lima 7, also halten wir dann hier an. Eigentlich haben wir nochmal nachgeguckt. Düsseldorf 11, hallo, Boeing 415 on Lima 8, we taxi via Whiskey to hold short Lima 7. Boeing 415, Düsseldorf Ground, hallo, position Victor 74, continue taxi via Lima 7. Taxi via Lima 7, stand Victor 74. Besten Dank, Christian. Ach, ihr seid das. Grüße. So, dann machen wir einmal die Lichterchen aus. Da hinten sind sie auch schon fleißig am Blinken, die Flugzeuge. Und dann zirkeln wir den Aal noch hier ganz elegant in die Parkposition. Und dann haben wir fast 3800 Meilen erfolgreich hinter uns gelegt. So, als beide. Und dann halten wir hier einmal an. Hier ist die Parkbremse. Müssen wir im Dunkeln schon erraten, wo hier die Parkbremse ist. Parking Brake ist set. Und dann haben wir noch eine Shutdown Checklist. Shutdown, Fuel Pumps. Off except one. Propeat. Off. Hydraulic Panel, Set, Flaps, Up, wir haben auch kein Licht hier oben mehr leuchten, Parking Brake is on, Engine Start Levers cut off und Weather Radar ist auch off und damit ist auch die Parking Checklist completed. Und dann lesen wir noch eine Secure Checklist, Secure, IRS ist off, Emergency Exit Lights sind off, Window Heat ist off und PECs sind off, Securing Checklist completed. Dann bringen wir die Arbeit noch zu Ende. Battery geht noch aus und die External Power geht noch aus. Und damit ist Schicht im Schacht und der Laden ist dunkel. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Bock gemacht wie mir. Ich glaube, im Großen und Ganzen können wir alle zufrieden sein, oder? War ein sehr, sehr schöner Abend. In diesem Sinne, Leute, lasst ein bisschen Liebe da. Vielen, vielen Dank für den Support heute Abend. Macht's gut. Ciao, ciao. Gute Nacht.